Dein Typ wird verlangt. Von wem? Von der Dame auf einer Müllhalde. Danke. Die Abzüge gleich zu mir ins Büro. Schröder bringt sie weg, wenn alles fertig ist. Das Mädchen ist aus kürzester Entfernung erschossen worden. Die Tatwaffe war mit aller Wahrscheinlichkeit ein 9mm Revolver. Das Gesicht ist nach dem gewaltsamen Tod durch Säure zerstört worden. Sonst irgendwelche Anhaltspunkte? Ja, sie ist mal operiert worden, Blinddarm. Und einen Beinbruch hat sie auch gehabt, der etwa 3 Jahre zurückliegt. Das wird. Hey, putz die Platte, das wird ja nicht von dir verlangt. Nimm die mal weg, die ist ja wieder betrunken. Komm, schleichend, Mutter. Seit 4 Wochen ist Ihre Untermieterin verschwunden und Sie machen sich keine Sorgen. Wohnt da noch jemand? Wie heißt der Mann? Rieke. Vorname? Maria. Maria? Ja, ich kann es leider nicht ändern, er heißt Maria. Karl Maria Rieke! Was macht denn Maria beruflich? Er ist so eine Art Geschäftsführer. Wo denn? In der Mona Lisa Bar. Du, da hat einer besonders eilig. Was wollen Sie? Kriminalpolizei. Bitte würden Sie mir sagen, wer Sie sind? Mein Name ist Dr. Schön, ich bin Rechtsanwalt. Sie sind doch über den Hof gekommen. Haben Sie jemanden aus dem Keller herauslaufen sehen? Nein. Wo kommen Sie her? Aus meiner Kanzlei, die ist hier im Haus. Wem gehört der Laden hier? Ihnen? Ich bin nur der Pächter. Also wem? Malenke. Ach, das ist immer Lenkeland. Ein einziger Messerstich mitten ins Herz. Irgendwas gefunden? Ein paar Schriftsachen. Briefe, Notizen. Müssen wir alles ganz genau durchsehen. Frag die Mädchen hier. Ich möchte wetten, dass irgendjemand die hier schon gesehen hat. Ja, was machst du? Geh eine Treppe höher. Das ist gut. Also ich hätte fast geschworen, dass Sie noch vor einer Stunde einen anderen Anzug getragen haben. Ich sagte schon, dass Sie sich irren. Ja, Entschuldigung. Ich muss doch mal zum Augenarzt gehen. Wiedersehen. Na, was rausbekommen? Kennt jemand das Mädchen? Ja, sie war sogar Stammgast hier. Aber weißt du, wen wir hier vor uns haben? Ich bin sicher, du sagst es mir. Die Tochter von Frau Hager. Ach, und was sagt sie? Diesen Rieke nicht näher. Na, sie machen mir Spaß. Soll ich jeden Kellner kennen? Das Mädchen hier kennen Sie auch nicht. So sah sie vorher aus. Sie haben doch einen Rechtsanwalt. Ja, Dr. Schöne. Der Mörder von Rieke muss über den Hof geflüchtet sein. Ich kam unmittelbar nach der Tat dorthin und sah Dr. Schöne, wie er mit seinem Wagen gerade den Hof verließ. Ich nehme an, Sie haben einen Waffenschein. Natürlich habe ich einen. Wir bekommen hier Drohungen und Anrufe. Ich habe die polizeiliche Erlaubnis, auf dem Grundstück eine Waffe zu tragen. Dann gebe ich Ihnen einen guten Rat, Bubi. Setzen Sie nicht einen Fuß auf die Straße. Ich verhafte Sie sofort. Schon verstanden, Scheißwolle. Das war für den Scheißbullen. Wenn Sie einen Zeugen brauchen, stehe ich gern zur Verfügung. Ihre Freundin Annie Rothe, die bei ihrer Mutter wohnt, die, mein Gott, ist fast ein Gedicht. Also, die verschwindet. Ihre Mutter wird doch sicher gesagt haben, wo ist die Annie? Kommt die nicht mehr? Dann haben Sie gesagt, na, frag nicht, kümmere dich um nichts. Und Ihre Mutter wird gesagt haben, wer bezahlt mir denn da die Miete? Dann haben Sie gesagt, pfeif auf die Miete, kümmere dich um nichts. Waren Sie dabei? Nein, aber so ähnlich wird's gewesen sein. Quatsch. Alles Quatsch. Ja, wenn das alles Quatsch ist, dann sagen Sie doch, wie es war. Sie wissen es ja besser. Ihnen sag ich gar nichts. Sie machen mich nervös, Mann. Du machst, dass du rauskommst. Ja, bitte, dann trinke ich eben Schnaps. Wo wohnen Sie? Herwigstraße 4. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, nach Hause zu gehen. Wozu? Herwigstraße 4. Ich denke, wir gehen mal da vorbei. Torbogen steht einer. Und einer sitzt im Wagen. Was machen wir? Du
Du nimmst den in der Tor ein, fahr dich den im Wagen, alles klar. Alles klar. Jetzt. Hey, was soll das? Sind Sie verrückt? Ich doch nicht. Was machen Sie hier? Halt! Und jetzt mal schön die Hände hoch, scheiß Bulle. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Bubi. Ich verhafte Sie sofort, wenn ich Sie mit der Pistole auf der Straße treffe. Alles in Ordnung? Ja. So, jetzt bist du dran, mein Junge. Ich rate dir ganz schnell den Mund aufzumachen. Ach, Mensch, lecken Sie mich doch mal. Nee, den Gefallen tue ich Ihnen wirklich nicht. Nicht mal zu Weihnachten. Jemand zu Schaden gekommen vielleicht? Das Erste, was Kämmerer getan hat, war doch, Sie anzurufen. Oder ein Verletzter? Ja, wenn es nach Winkler gegangen wäre, bestimmt. Also, meine Herren, ob Sie sich die ganze Sache nicht doch zu leicht machen? Man müsste doch auch mal hören, was Kämmerer dazu sagt, nicht? Vielleicht hat sich die Sache ganz anders abgespielt. Ja, ich verstehe. Was verstehen Sie? Dass wir Kämmerer so lange nicht finden, bis Sie mit Ihrem Rechtsanwalt gesprochen haben. Sie begreifen sehr schnell, Derek. Ja, das habe ich so an mir. Überlegen Sie gut, aber überlegen Sie nicht zu lange. Denn wenn wir Kämmerer haben, dann möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Hast du eine Ahnung, wo Kämmerer ist? Nicht mal eine Blasse. Vor etwa einer Stunde hat er mich angerufen. Ich gehe erst mal auf Tauchstation, sagte er, und pflege meinen Ischias. Was er mir zahlt, damit ich die Schnauze halte, damit ich erst mal untertauchen kann. Du willst ihn also erpressen? Aber glatt. Ich habe meinen Kämmerer gefunden, tot in einem Moorbad. Was? Der Bademeister hat sofort den Unfallarzt angerufen, aber der konnte nur noch den Tod feststellen. Durch Herzversagen. Lass die Leiche sofort beschlagnahmen. Mach ich. Dr. Schöne ist vor 5 Minuten ins Büro gefahren. Ja, aber ich war mit ihm verabredet. Ich soll Ihnen sagen, er ist nur in seinem Büro zu sprechen. Guten Tag. Was haben Sie denn da abgeholt? Das geht doch Sie nichts an. Kriminalpolizei, darf ich mal sehen? Passt. Was sind das für Flecken da? Die Flecken da? Keine Ahnung, ich hol die Sachen nur ab. Alles gut, ich nehme den mit. Wiedersehen. Wenn du aussteigen willst, steig aus. Malenke kann dich zu nichts zwingen. Du hast sie doch in der Hand, nach allem, was du von ihm weißt. Das wäre überhaupt die Chance, diesen Herrn mal an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen. Hallo, lieber Doktor. Was sind denn das für dumme Sachen? Das klingt ja nach Erpressung. Ja, warum denn diese Panik? Dazu besteht doch gar kein Grund. Was Anni zu tun hatte, war wirklich ganz einfach. Muss dir was passiert? Tut mir leid. Ich bin schuld. Ich ganz allein. Aha, das ist ja auch meine Schuld. Es ist mein Fehler. Lassen Sie nur. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sehen Sie, nicht mal blaue Flecken haben. Ja, aber ich bringe Sie natürlich sofort zum Arzt. Nicht nötig. Ganz bestimmt nicht. Aber wenn Sie mich vielleicht nach Hause bringen würde. Ja, aber selbstverständlich. Und wo ließ sie sich hinbringen? Zu Dr. Schöne. Malenke hat ihn dazu gebracht, sein Haus zur Verfügung zu stellen. Moment. Es wird so vertrauenerweckend. Darf ich? Ach, danke. Sehr freundlich von Ihnen. Aber ich bitte Sie. Darf ich Sie zu einem Tee oder Trink einladen? Ja, gerne. Was passiert denn in dem Haus? Das fragen Sie noch? Sie hat ihn verführt, ist doch klar. Was ist denn daran klar? Wo ist denn der Witz? Er wurde dabei fotografiert. Ich blöder Hund. Und dann erpresst? Ja. Es waren alles Leute, die Geld hatten und die alle darauf hereinfielen. Und Dr. Schöne hat mitgemacht? Mhm. Und seine Verflossene auch. Verflossene? Die Frau Kissler, seine Sekretärin. Mit der war er doch verheiratet. Vor ein paar Jahren haben sie sich scheiden lassen, weil der Ofen aus war, aber irgendwie sind sie dann doch nicht voneinander losgekommen. Aber warum musste sie sterben? Na, weil sie mehr Geld wollte. Sie sagte, die anderen kassieren und ich bin die doofe Nuss. Benese. Naja, und dann ist sie zu Schöne gegangen und hat gesagt, entweder Malenke teilt mit mir oder ich lasse ihn hochgehen. Kanzlei, Dr. Schöne? Hier ist Derek. Bitte, ich möchte Dr. Schöne sprechen. Das wird leider heute nicht mehr möglich sein. Er ist in die Stadt. Später wollte er sich noch mit einem Klienten treffen.
Mit wem will er sich treffen? Und wo? Verrückt! Sie haben ja wenigstens davon, wenn Sie Malenka erschießen.